Hier geht's weiter mit dem iPhone-Kurs bei Friede, Freude, Smartphone. Wir sind hier quasi schon in der letzten Runde und die nächsten 10 Aufgaben beschäftigen sich mit WhatsApp. Heute die Aufgabe 41. Bei WhatsApp anmelden und die Telefonnummer verifizieren. Heute starte ich also mit WhatsApp und als erstes muss ich WhatsApp hier auf mein iPhone laden. Dafür öffne ich den App Store und hier im App Store gehe ich auf Suchen, tippe hier in mein Suchfeld WhatsApp ein. Hier ist schon WhatsApp. Hier finde ich den WhatsApp Messenger und hier tippe ich auf Laden. Damit wird die App geladen und als nächstes kann ich hier schon auf Öffnen tippen. Damit ist WhatsApp geladen, als nächstes melde ich mich hier an. Der erste Schritt ist hier, den Datenschutzrichtlinien und den Nutzungsbedingungen zustimmen. Wenn ich hier drauf tippe, könnte ich es nochmal nachlesen. Ich überspringe das jetzt und tippe hier unten auf Zustimmen und Fortfahren. Als nächstes werde ich gefragt, ob mir WhatsApp Mitteilungen senden darf. Für WhatsApp möchte ich das erlauben. Ich tippe hier also auf Erlauben und gebe jetzt hier meine Handynummer ein. Und damit tippe ich hier auf Weiter. Jetzt wird hier einmal geprüft, ob es zu dieser Nummer ein Backup gibt. Wenn Sie ganz neu auf WhatsApp sind, dann müssen Sie jetzt hier Ihre Telefonnummer noch einmal verifizieren. Dafür bekommen Sie eine SMS mit einem Code zugesendet. Dieser Code wird dann automatisch eingetragen und damit wurde die Telefonnummer verifiziert. Wenn Sie so wie ich WhatsApp vorher schon benutzt haben, können Sie hier mit einem Backup starten. Und deswegen gibt es hier auch ein Backup und jetzt tippe ich hier auf Chatverlauf wiederherstellen. Als nächstes tippe ich hier auf Weiter. Jetzt muss ich hier noch mein WhatsApp-Profil einrichten. In einem späteren Video zeige ich Ihnen aber noch, wie Sie das wieder ändern. Das Profil besteht aus einem Profilfoto, einem Namen und einer kleinen Infozeile. Ich gebe heute hier nur meinen Namen ein. Vorsicht, alles was Sie hier eintragen, ist auch für andere sichtbar. Auch dazu erzähle ich noch mehr in einem späteren Video und damit tippe ich hier auf Fertig. Als nächstes werde ich gefragt, ob WhatsApp auf meine Kontakte zugreifen darf. Das möchte ich erlauben. Damit kann WhatsApp zwar auf alle meine Kontakte zugreifen, aber wenn man WhatsApp nutzt, macht das Leben wirklich einfacher. Ich tippe hier also auf OK. Damit bin ich startklar. Im nächsten Video zeige ich Ihnen, was WhatsApp alles kann. Schauen Sie wieder rein und diesen Kanal abonnieren. Tschüss!